Schill, Judy aus Basel. Ja. Ciao, Schill, hoi. Sali, hoi. Geht's gut? Ja, kann ich klagen. Bist du gut? Bist du jetzt gerade von Basel gekommen? Heute bin ich von Neuenburg gekommen, gestern von Brüssel. Aber du bist ja ein Basler, der in Zürich wohnt, gell? Ich bin ein Basler, der in Zürich gewohnt hat und jetzt ins Welschland gezogen ist. Wo ins Welschland? In Neuenburg, in aha, okay. Also, meine Mutter ist aus Neuenburg. Eben, also ich bin halb. Darum heisst du ja Schill zum Vornamen, genau, und Judy, ja, zum Geschlecht. Ganz genau, Judy als Deutschschweizer und Schill als Welsch. Du, wir fahren mit dir schnell durchs wunderschöne Seefeldtour. Schau mal, jetzt haben wir sogar ein bisschen blauen Himmel. Ja, das macht den Himmel extra für dich auf. Und zwar fahren wir in einem sehr durchgeschüttelten, jetzt ist wieder ruhig, in einem Audi Q7 e-tron, gestiftet von der AMAG. Und wir haben noch ein Käferli. Aha, sehr schön. Das ist ein Latesso. Ja, ich sehe es. Alles Qualität, alles Schweizer Produkt, oder? Super. Und dann kannst du das Läschchen aufziehen. Das kann ja nicht schief gehen. Ja, und da hast du noch ein Gutzi drin. Schau mal, ein Gutzi. Ein Gutzi. Für nachher, ja, gell? Ja. Und das Läschchen kannst du abziehen. Aha, durch die Läschchen und ziehen. Da, und da ein Ding ziehen. Und dann können wir noch schnell anstoßen, wenn du willst. Ja, gut. Hey, Schill, nicht, was komisch. Ja, cheers. Gern. Das ist noch erfrischend, gell? Ja. Gar nicht so schlecht, ja, hä? Ja. Wunderbar. Sehr schmal, dass ich das denke. Gell? Latesso. Du, hör mal schnell. Du weißt ja, du bist für mich die Inkarnation des Bösen. Aha. Und zwar eigentlich mein, ja, Lieblingsschauspieler, wenn es in der Schweiz geht um böse Charakterrollen, oder? Mhm. Bekannt aus der ehemaligen Wahnsinnssoap Lüthi und Blanc. Und wo du den absoluten Vogel abgeschossen hast, in der Rolle von Marcel Ospel, in dem wunderbaren Film von Michael Steiner, Grounding, genau, ja. Ja, da muss ich sagen, ohne Marcel Ospel hätte ich das ja nie gespielt. Genau, genau. Ihm verdanke ich sehr viel. Ist denn er selber am Set gewesen? Nein. Und er hat gesagt, los, jetzt musst du noch ein bisschen mehr, Basler, oder? Er ist ein Basler, ja. Jetzt musst du noch ein bisschen mehr BS3 schauen, nein, oder? Nein, eben nicht. Das ist das Problem. Er hat sich nachher geschämt. Wieso? Dabei muss ich sagen, das ist die geilste Rolle. Das ist die absolut geilste Rolle. Und er kommt am besten weg. Alle anderen sind irgendwie Halbmast gewesen. Er ist der Einzige, der wirklich potent war. Und er ist nicht stolz auf das. Aber du hast dort so böse und so arrogant und so zynisch und so sarkastisch gespielt, oder? Ja. Wieso bist du nachher nicht plötzlich die Inkarnation geworden von dem Bösewicht, dass man gesagt hat, lass mal, mit dir machen wir gerade eine Serie? Aber look, das Problem ist, in der Schweiz, oder, hat man Angst, böse zu sein. Man möchte ja der Gute sein, mhm, und der Neutrale. Jetzt schau mal in die Kamera rein und schau mal so richtig böse, fies rein. Ja. Komm, schau mal, schauen, wie der böse und fies rein schauen kann. Geht ja, er geht ja. Genau. Du, und nachher... Nein, jetzt musst du aufhören, sonst wird ich hässig. Ja, genau, das ist ja gut. Nein, ist ein Seistag, halt da, ich steige aus. Hey, sorry, das müssen wir gerade aufhören. Nein, sorry, aufhören. Nein, es ist ein Seil. Entschuldigung, das geht gar nicht, oder? Das geht gar nicht, oder? Wenn ich schon einen sympathischen Basler habe, jetzt plötzlich saublöd tut, muss ich nicht haben. So, du bist ja nicht schlecht. Hey, ganz gut. Aber lass mal, dann, ja, sind ja noch die ganzen Hunkel-Sachen gekommen. Genau. Mit dem leider Verstorbenen. Ja, das ist das Leben. Ja. Mit dem Leiter Verstorbenen, weißt du, wie er heißt? Matthias Gnädinger. Matthias Gnädinger, genau. Dort bist ja du der Assistent vom Hunkel, oder? Ja, genau. Und wo man dich auch noch bewundern konnte, ist mit dem Superstar Kirsten Stewart. Ach so, ja, natürlich. Wie? Herrlich, herrlich. Sils Maria. Sils Maria, klar. Sils Maria. Aber seither hat man dich eigentlich gar nicht mehr so auf der grossen Leinwand gesehen. Ja, gut, ich habe noch einen Film, der hat Tino geheißen. Ja, der? Tino hat er geheißen. Tino. Ein sehr undankbarer Titel, aber trotzdem war es ein ganz schöner, herziger Film, aber französisch. Französisch. Französisch, also es war vom Reis Balsli und das. Aber es ist hauptsächlich, es ist in Senegal gedreht worden und auch in Bern. Mhm. Und ja. Was war dort deine Rolle gewesen? Ja, ich bin sozusagen eins von diesen zwei Hauptfiguren, mhm, und mein Kollege war ein Säufer und ich bin auch ein Säufer und er hat aber Lebenprobleme gehabt und dann stirbt er, aber vorher hat er noch geäussert, er möchte gerne auf Afrika gehen und dann auf dem Sterbebett träumt er und dann im Film gehen wir dann real dort an, dabei ist das nur sein eigener Traum. Aktuell spielst du aber vor allem Theater, ich bin vor zwei Tagen bin ich von Brüssel zurückgekommen. Einen Monat habe ich dort La Panne von Dürrematt gespielt auf Französisch. Aber du jetzt nochmal zurückgekommen als deine Charaktere, als Bösewicht. Wieso hätte man dich zum Beispiel noch nie in einem Tatort wollen? Du quasi so als fiese, miese Kommissar. Weißt du was?
das darfst du mich nicht fragen. Wieso nicht? Weil das musst du denen fragen, die mich nicht engagieren. Aber dann frage ich mich gerade, wieso tönt ihr den Schild Schudi nicht engagieren als böse, miese, schlechte Kommission, die jeden Fall löst? Einmal hat man mir gesagt, wenn du kommst, dann weiss man, das ist der Böse. Genau, das ja. Wollen wir nicht. Wieso denn nicht? Ja, weil wir wollen doch den Aber der Schimanski ist auch der Böse, der ist immer hässig, hat immer Scheissrecht gemacht. Ja oder? Gut, aber der ist ja trotzdem noch der Dings, der Kommissar, oder? Ja gut, aber du hast auch gute Liebeswerte. Ja, natürlich. Ja, das wäre natürlich spannend, aber wahrscheinlich nicht in der Schweiz. Aha. Weil nochmal muss ich sagen, die Schweiz hat irgendwie so ein Schöngeist-Syndrom, mhm. oder besser gesagt, der Neutrale, der Liebe. Es muss alles ein bisschen auf so soft herkommen. Man hat Angst, dass man könnte hinter der Fassade des Schweizer sehen und feststellen, dass er eigentlich gar nicht so eine Liebe ist. Ach so, aha. Also quasi präventiv haben sie schon mal ein bisschen Angst. Ja, man hat natürlich Angst, das ist klar. Jetzt schauen wir mal an, die Schweiz, oder, ist mehr oder weniger das sogenannte sauberste Land. Ja, absolut. Schau mal, du siehst kein Fleckchen. Da wird alles versteckt. Blauer Himmel. Alles versteckt, ja. Du, aber du bist ja Basler und fühlst du dich eigentlich nur als Basler? Ja, ich glaube, denn sobald ich das Maul aufmache, dann stelle ich fest, dass ich in Basel bin. Das heisst, Fasnacht ist für dich auch ein Thema? Ja, natürlich. Wieso willst du denn nicht mehr in Basel wohnen? Ja, ich glaube, ich bin weg von Basel und manchmal, wenn ich in Basel bin, denke ich, das wäre noch schön, dort zu wohnen. Mhm. Aber ich bin ja ein halber Welscher. Mhm. Und wegen dem freut es mich eigentlich jetzt im Welschland. Dazu kommt noch, dass ich hauptsächlich jetzt mehr im Welschland arbeite oder in Bern. Und wieso jetzt in Zürich wohnen oder in Basel. Aber ja. Deine nächste grosse Rolle, die du wirst haben? Fernsehen, Film, Bühne? Also ich auf der Bühne, das ist während der Weltmeisterschaft. Das ist der Rote Löwe. Während welcher Weltmeisterschaft? Ja, Fußball. Aha, Fußball, okay. Ja, das stimmt, Weltmeisterschaft gibt es viele. Nein, genau. Während der Fußball-Weltmeisterschaft, das ist ein Fußballstück, mhm. der Rote Löwe, ist ein englisches Stück. Und, wo wird das aufgeführt? Das wird in Bern aufgeführt. Auf der Im Schauspielhaus Nein, Bern. Das ist am Theater an der Effingerstrasse. Ah, okay. Und da freust du dich drauf? Ja. Finde ich lässig. Schau, jetzt sind wir hier voll in der Sonne. Ja, jetzt sehen wir sogar noch meine wunderschöne Uhr von Gess. Schau mal, das wunderbare Blau, das leuchtet. Siehst du das? Ja, Gess, sagst ja, du? Ja, oh mein, ist genau. Das eine Gess-Uhr? Ich habe noch nie eine Gess-Uhr gesehen. Schau mal. Ich sage, oh toll. Aber los, wir sind schon wieder zurück. Wir sind da wieder am wunderschönen Zürichsee. Ja, das freut mich. Ja. Und du, hör mal, ich wünsche dir noch sehr viele Rollen. Ich hoffe, dass es wieder viel Bösewicht-Rollen gibt, dass man sich wieder richtig ärgern kann auf dem Chill. Ja, das Chill Judy, ganz herzlich Dank, dass du gekommen bist. Ja, Eugen Baumgartner, das war Promethe Drive mit dem Chill Judy. Ich hoffe, ihr habt den Applaus gehabt. Chill, gute Heimreise. Merci. Ciao miteinander.